Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr Hübschen, es ist jetzt nachmittags und Max und Chrissy haben spontan beschlossen, einmal nach Neumünster zu fahren, weil sie da etwas besorgen wollen. Und Max dann so: Ja, willst du vielleicht mit? Yes, ich so: Ja, klar. Also, ich fahre jetzt einmal mit denen mit. Wir wollen einmal durch die Geschäfte mal gucken, durch das Einkaufszentrum da. Und heute haben wir hier so ziemlich vieles gemacht. Mein Schnucki hat Video geschnitten, ich habe hier im Haushalt rumgewuselt, wir haben die Wäsche gemacht, das Übliche halt. So, und ja, ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt einmal an und dann fahren wir einfach nach Neumünster. Ich bin sehr gespannt, wie voll das da sein wird, weil es halt nachmittags ist. Aber wir lassen uns mal überraschen. Wir sind unterwegs. Die Sonne geht jetzt schon wieder unter, obwohl sie eigentlich, ja, jetzt ist rauskam, ne? Was Gefühlt. soll man machen, ne? Ja. Es war den ganzen Tag dunkel. Ja. Jetzt, wo die Sonne untergeht, wird es kurz hell. Ja, echt. Nur ganz kurz so und dann wird es gleich stockdunkel. Also ich bin gespannt, wie voll das da gleich sein wird. Letztes Mal, als wir da waren, war ja echt früh, ne? Ja? Also wir waren noch. Ah, nee, wir waren früh. Ah, Wir ja, waren wir gegen waren mittags oder 12. so. Ja, stimmt. Jetzt ist Stimmt. Nachmittag. Ja, stimmt. Da kamen noch die Schüler aus der Schule, ne? Alle. Stimmt, die Ja, Kinder. bin gespannt. Ich hoffe, dass wir alles finden, was wir wollen. Ich hoffe auch. Willst du irgendwas oder? Nee, ich wollte eigentlich nur so ein bisschen gucken. Also höchstens Nanunana und vielleicht Hand. Gucken wir mal. Straße geparkt. Theoretisch hätten wir auch da parken können, aber hier darf man auch an der Straße. Ist hier alles recht locker. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz zu dem Einkaufszentrum. Ich weiß aber gar nicht, wie das heißt. Was? Holzengalerie? Ja, irgendwie so. Irgendwie so. Und schon sind wir da. Wie gesagt, in der Holzengalerie, wir wollen jetzt aber zum Mediamarkt, weil die Kinder was Geschenkemäßiges brauchen, ne? Überraschung. Ja. Zeit für Weihnachten Weiß langsam. derjenige oder diejenige, Ja, dafür weiß ist? sie. Das war ihr Vorschlag, ja. Ich glaub, wir holen Geschenk für Andi, können gleich auch sehen, was. Ja, okay. So, hier scheint irgendwie auch so ein Dekoladen zu sein, ne? Irgend so ein Tiger. Deko-Bastelbedarf, glaube ich. Ganz, ganz viel. Na gut, das ist hier sehr schön, das kann ich nochmal reingehen nachher, oder? Jetzt später. Wir holen jetzt mal Jetzt das wird's Ding. eine Shoppingtour. Ja, okay. Dann lass uns mal schnell zum Mediamarkt, bevor die das dann nicht mehr Ja, haben stimmt, das ist oder ja so. ein Das bisschen ist doof. wichtig jetzt. Aber da gehen wir auch noch mal rein gleich. Der ist krass, der Laden. Deko, Klamotten und ja, ja, genau. Taschen alles? und sowas. Ja, genau. Aber die haben schöne Räderhäuschen. Die sind ein bisschen teurer, aber sie hat Spaß. Finde was? Von Räder, glaube ich. Räder heißt Räder? die Firma. Aha. Das sind Achso, ich besondere dachte im Sinne Häuschen. von Rad. Nein, 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 Okay. nein. Ja. Leute, guck mal, wir haben ja hier wieder Depot-Outlet. Oh, wie schön. Das ist hier alles vielleicht günstiger. Oh ja, das sieht süß aus. Das ist der Sessel, ne? Das ist geil, diesen Teddy-Stoff. Ja, das ist heftig. Also, wir wollen noch mal kurz gucken. Wir wollen eigentlich nichts kaufen. Das sind aber ganz, ganz viele Prozente, die hier so gegeben werden. Sterne, guck mal, ist auch ganz hübsch. Der hier ist ganz hübsch. Für den Kranz. Christi, das ist mit Rabatt. Wenn du Rabatt hast, Was? da. 40? Für 40 Ich habe so dann. einen mit Lichterkette bei Jawohl für 15 Euro gekauft. Okay, nee, Kostet 28 28. Euro immer noch dann. Aber hast du mal das? Auch mein Kranz, den ich nicht genommen habe hier. Die Sternbäume sind so hübsch. Ich komme hier gar nicht mehr aus dem Staunen raus, weil das so schön ist. Ich wusste gar nicht, dass die Weihnachtsdeko auch runtersetzen. Die Bäume sind echt mega hier. Was kosten die denn? 14,90 € und runtergesetzt dann 10,49 €. So, hier hat Christi auch so eine Decke entdeckt. Für 80 Euro, aber 40 runtergesetzt. Also. 80, 80, 48. Oh Mann, das ist ja auch so ein hübsches Kissen. Wie groß sind die? Klein, also das sind so diese länglichen. 14,90 €, aber das ist die Größe, ist so. Warte mal, Preis 10 Euro. Eher schmal, also. Das sieht auch nicht aus hier. Und die Bälzen mit. Hier gibt es ja noch mehr Weihnachtssachen. Guck mal, hier sind auch ein paar Kugeln. Ich wollte mir eigentlich noch mal ein paar Kugeln mitnehmen. Mal irgendwas in beige oder so. Aber ich glaube, diese habe ich.
Sag mal. Die sind auch schön. Ja. Sehen hübsch aus. Die Spitze ist auch ganz nett. Die sind auch hübsch hier. Wunderschön. Am liebsten würde man alles mitnehmen. Guck mal, Christi, das ist auch voll hübsch, so in diese Champagnertönen, ne? Ich hätte auch welche gerne in so einem Pastellgrün. Ja, genau, passt auch sonst, ne? Das sind auch wunderschöne Kugeln hier. Oder die. Alle. Wir wollen sie alle haben. Ja, das ist hier, glaube ich, nichts mehr mit Weihnachten, oder doch? Ein bisschen. Ah ja. Was kostet das? 20 Euro so eine Girlande irgendwie. Künstlich. Kugeln. Max. 10 Langweilig von 10. Dich? Mega. Nein, also ich bin richtig spannend gerade. Okay. So ganz kleine Nussknacker. 10 Euro minus. Was kosten die dann? 30% sind dann? 6, 7. Ja, 6, 7. Ja, okay. Mhm. Die sehen auch ganz schön aus. Ja. Sehen auch cool aus. 9 Euro. Und die kann man selber machen. Es gibt auch solche Dinger zu kaufen. Diese Holzscheibchen. Das sieht auch süß aus. Voll so eine hübsche Weihnachtsdeko, so eine Tanne. Die leuchtet. Das ist krass. So, wir marschieren jetzt weiter zum Mediamarkt. Wir haben nichts gekauft, ne, Christi? Nee. Wir haben Stand gehalten. So. Wir gehen immer noch. Wir sind jetzt die Treppe hoch. Und hier sind auch noch ein paar andere Geschäfte, irgendwie so Klamottengeschäfte. Und es ist hier echt relativ voll, ne? Guck mal, TK Maxx. Die haben auch Weihnachtsdeko. Und hier sind wir beim Mediamarkt. So, Chrissy, wir haben's für Angie. Die haben sogar noch welche da, guck mal. Sogar noch mehr, ne? Viel gab's nichts. Reisloch gab's nichts. Oder sind ja. Hippie. Wenn man das. Ab zur Kasse. Und dann wieder Deko gucken. Squishmallows hat Christi jetzt entdeckt gerade eben. Die sind voll niedlich. Guck mal, gibt's sogar. Den habe ich aber in groß und ohne Dingsens doch gehabt. Stimmt. Oh, süß. Schön bunt. Gerade hier bei diesem Tiger kurz drin. Guck mal, oh süß, so eine Schneemann-Tasse. Die haben hübsche Kugeln hier, guck mal. Oder auch die, wunderschön, 3,50. Hier sind noch ein paar Dosen, ich habe hier sowas gesehen, guck mal. Cordium. So, wir haben jetzt alles. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt sehen kann. Ich glaube nicht. Es ist hier recht voll überall. Jetzt geht es einmal zum Auto. Und dann wollten wir mit Christi eigentlich nochmal ganz schnell zu Paul Witz. Mal gucken, was wir da so Schönes haben. Und schon sind wir da. Hier ist es ein bisschen heller jetzt. Also, wir gehen jetzt da mal rein und gucken. Samstag und Sonntag steht da, ne? Heute sind sie. Ja, okay. Aber meint ihr, die haben nichts? Ja, perfekt. Wir gucken mal. Das sieht so. Ja, ne? Vielleicht finden wir ein paar Weihnachtssachen. Außen nur, dass er nicht Trainer stand, sondern Paul. Stimmt. Also hier sind schon so ein paar Kleinigkeiten, so. Also hier gibt es schon so ein bisschen Weihnachten, aber so eine richtige Ausstellung sehen wir gerade. Der Apfel. Was soll man denn damit machen mit dem Apfel? Wie krass ist das? Aber was. Krass. Also guckst du mal da. Der kostet hier 79,90 oder so. Ich weiß aber nicht, was man damit macht. Einfach Deko. Deko? Noch nie gesehen. Deko. Also hier sind auch schon ein paar Tannenbäumchen. Ja. Die Schalen sehen auch nicht schlecht aus, ne? Das wäre ein Job. Ach so, nee. Einfach so eine Schale zum Bepflanzen, irgendwie in Grau und in Weiß. Okay. Okay, wollen wir rausgehen? Vielleicht haben wir ein bisschen Tanne. Oder Grenze oder so? Ja, genau. Wir müssen da links und dann raus. Ja, also hier sind super Pflanzen. Im Grunde ist es fast wie Dena, würde ich sagen. Oh, fast, ne? Auch noch. Ah, grüne Apfel. Mhm. Okay. So, wir gehen jetzt ins Dunkle und gucken, ob wir hier irgendwas Weihnachtliches finden. Ich glaube nicht. Vielleicht da?
Wir geistern hier. Ja, weißt du was? Man könnte schon fast sagen, wir sind hier um 3 Uhr nachts, weil hier keiner ist. Wir sind hier im Dunkeln und wir sind die einzigen Kunden. Das ist sehr gruselig, weil es hier vor allem... Vielleicht schließen die ab und vergessen uns. Ja, genau. Wir werden hier gleich eingesperrt oder so. Hilfe. Im Pflanzenmarkt in der Kälte. Nee, Leute, wir sehen hier irgendwie nichts, was irgendwas mit Weihnachten zu tun hat. Wir gucken mal, vielleicht, ich habe schon gedacht, vielleicht finden wir irgendwo Kränze oder sowas. Oder Tannenbäumchen. Also sie haben wirklich wunderschöne Pflanzen, davon abgesehen. Die Auswahl ist riesig. Hier sind schon mal ein paar Zweige, da haben wir schon mal gesehen. Grabgestecke. Habt ihr Angst? Hier, guck mal. Hier sind Kränze. Stell dir vor, jetzt so ein paar Lampen flackern. So, was würdest du machen? Nichts. Ach, aufnehmen. Echt? Perfekt. Hier sind super Kränze, aber was kosten die hier? Dann 35. Ich habe einen Zombie rausgerannt. 18? 18 Euro. Das sehen die auch schön. Habt ihr Angst? Oh, das ist auch voll schön. Man kann auch Hyazinthen zum Beispiel mit verarbeiten. Ich habe die noch bei uns nirgendwo da gesehen. Und die Christrosen sind auch geil. Guck mal, die haben hier richtig viele Blumen. Wie süß, wie klein. Krass, das ist schön. Damit kann man schön bepflanzen. Die haben auch hier wunderschöne Zuckerhut-Tannenbäumchen. Die sehen echt gut aus. Und hier haben die super Töpfe gepflanzt. Und die sehen auch cool aus. Mit Hyazinthen und Weihnachten so ein bisschen, ne? Sieht nett aus. Ich dachte, wir leuchten vielleicht. Ach, nein. Ich dachte, wir leicht leuchten, weil die so hell sind. Ah, Gold. Alles Gold. Ja, und hier sind so kleine Tannenbäumchen. Ja, die wollen. Du, aber es ist hier natürlich klein. Im Dunkeln ist natürlich. Also, ich war noch nie in einem Laden im Dunkeln, ehrlich gesagt. Was kosten die denn? 3,50 so kleine. Könnt ihr das sehen? So ein Tannenbäumchen. Preise raten, kannst du noch jetzt sehen. Ja, die sind süß, ne? Ja, finde ich auch. Oh, okay, Leute, was soll ich euch denn zeigen? Hier ist es alles dunkel. Hier ist auch Zuckerhut für 3,50 in klein. Na gut, ich glaube, wir gehen, oder? Mhm. Raus aus diesem Horrorladen, Namix. Mhm. Die meinte, die sind herbsttauglich. Und dann wintertauglich, ja. Drei Wochen, dann waren die schon alle weg. Die Chrysanthemen, ja, nee, die halten nicht so geil. Wobei, die Freundin von meiner Mutter nimmt ihre alte und die sagt, die kommt nächstes Jahr wieder. Dann soll sie zurückschneiden und dann soll die wohl wiederkommen. Ich habe sie weggeschmissen. Ja, mache ich aber auch. So, wir verlassen jetzt diesen Horrorladen. Alles im Dunkeln, komm weg. Ja, ich komme doch. Wir haben hier gerade so einen Zitronenbaum entdeckt oder einen Zitronenbusch. Kann man die essen? Die essbar, die sind voll groß. Echte. Keine? Nee. Doch keine verzehrbare Frucht? Doch, ich glaube schon. Ich denke auch, die sehen echt aus, dass man die essen könnte. Sieht lustig aus. Nur für drin wahrscheinlich. So sehen die Dinkens aus, die Blüten. Wie krass. Ja, so blühen die Zitronen. Ich wusste es auch nicht. Krass. Wir sind zu Hause und werden jetzt gerade empfangen. Von Leo natürlich. Habe ich die ganze Zeit, wieso hast du keinen Schlüssel, wenn wir von innen aufschließen? Ich war so an Schlüssel hier. Ach, irgendwie. Ja, ich habe keinen Schlüssel. Frechdachs! Kleiner Frechdachs! War ja gerade draußen. Also, wir sind zu Hause jetzt. Wir haben nichts gekauft. Keine Deko, nichts. Aber halt, wie gesagt, das Weihnachtsgeschenk schon mal. Ich sitze hier gerade vor dem Ofen und wärme mich auf. Also, wir sind sehr schnell wieder zurückgekommen. Haben nur 2 Stunden gebraucht mit Fahrt. Haben wir, wie gesagt, nur ein bisschen geguckt, ein bisschen gestöbert. Diese Räderhäuschen gefallen mir total gut, aber die sind natürlich echt teuer, ne? Da hat Christi geguckt, so ein kleines Häuschen kostet das schon irgendwie 17 Euro oder so. Und ja, bei Depot Outlet haben wir auch nichts gekauft. Wir haben nur geguckt. Ich habe euch auch ein bisschen was gezeigt. Da waren auch ganz, ganz viele Sachen runtergesetzt. Also wirklich heftige Prozente. Ich glaube, im Laden ist es nicht runtergesetzt. Jetzt irgendwo mal irgendwie Kiel guckt oder Reisdorf. Und so, mein Schnucki bewegt mich gerade hier so. Ja, also wenn du vorm Ofen sitzt, dann musst du auch das Feuer zeigen. Doch, man kann es auch sehen. Das ist voll schön warm. Und da oben ist so schön die Wäsche. Guck mal, da trocknet sie. Aber es liegt trocken. Also wir haben heute Morgen gewaschen. Ja, ihr Lieben, Ash ist zum Boxen und ich mache gleich für uns Abendbrot, weil irgendwie haben wir total Hunger. Wir haben nichts gekauft beim Essen oder in der Münster haben wir nichts gekauft. Und ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Das war glaube ich gar nicht so viel, was ich aufgenommen habe. Aber
wir hatten euch ein bisschen mit. Was kommt eigentlich dein Frage-Antwort-Video? Oh, nicht schon wieder. Ja, eigentlich wollte ich es heute aufnehmen, aber irgendwie nicht geschafft. Ja, vielleicht mache ich das morgen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Ciao. Tschüss. Achso, habt ihr schon Weihnachtsgeschenke? Ich habe noch kein einziges. Ich habe für meine Mutter schon was vorgemerkt. Zwei Sachen. Nichts für dich. Ich habe auch noch nichts für dich. Schenken uns auch nichts. Nein. Irgendwie hat man schon alles. Ich weiß nicht. Also für meine Mutter habe ich ein paar coole Teile gefunden. Zwei Sachen weiß ich schon mal, was ich ihr schenke. Das ist dunkel, ne? Ja. Das weiß ich schon. Für meine Schwester weiß ich das auch. Meine Nichte muss ich überlegen. Und erst habe ich schon gesagt, ob er sich mal bitte Gedanken macht jetzt. Für dich ein Geschenk rauszusuchen? Nein, dass er für sich schon mal so eine Wunschliste vielleicht irgendwie mal wenigstens mal hat oder so. Dass man langsam anfangen könnte, mal was hier zu besorgen. Hier sind alle wunschlos glücklich. Ja, ne? Also, ja. Na gut, ihr Lieben. Also, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.